Konnichiwa bei Katze Kase Deutschland. Ich bin Christine, die Manga-Redakteurin von Black Torch. Ihr kennt mich vielleicht von Instagram, wo wir zurzeit das Manga-Making-of zu Ein Freund zum Verlieben drehen. Den betreue ich auch redaktionell, aber heute reden wir über den neuen Titel Black Torch. In Black Torch geht es um Jiro, einen Ninja-Abkömmling, der mit Tieren sprechen kann. Und eines Tages findet er eine Katze, die ziemlich übel verwundet ist, nimmt sie mit nach Hause und will sie gesund pflegen, aber er ahnt nicht, dass das größte Geisterwesen im Universum ist. Ein Mononoke, ein japanisches Geisterwesen mit krassen Kräften. Und wie es der Zufall will, sind irgendwann diese Kräfte in Jiro verschmolzen und dann zündet der Mangaka Tsuyoshi Takaki ein krasses Actionfeuerwerk. Und ich habe mich heute für euch in Schale geworfen, um euch die 5 krassesten Gründe zu zeigen, warum ihr euch Black Torch reinziehen müsst. Nummer 1. Die Katze. Katarago ist nämlich ein krasses Katzenwesen, was einerseits Diva sein möchte und ziemlich arrogant ist und andererseits aber auch ein ganz verschmustes Fellknäuel, was auch mal Hunger hat. Das darf man nicht unterschätzen. Grund Nummer 2. Richtig krasse Action-Szenen. Als ich den Band zuerst gesehen habe, habe ich gleich erkannt, der Mangaka zeichnet sehr präzise, sehr dynamisch, aber ganz ohne Bewegungslinien. Also allein, wie die Figuren sich bewegen, wie sie durch die Luft fliegen, das macht schon richtig viel Dynamik aus. Und das beginnt gleich im ersten Band richtig zu fetzen. Punkt Nummer 3. Die richtig fetzigen Dialoge. Das hat mir beim Redigieren sehr viel Spaß gemacht, denn es ist ziemlich derbe, es geht ordentlich zur Sache, ist auch überhaupt nicht politisch korrekt. Und vor allem Jiro und sein Katarago, die fetzen sich richtig, weil die sich gar nicht ausstehen können. Natürlich eigentlich doch, aber Streiten macht viel mehr Spaß. Punkt Nummer 4. Die witzigen Charaktere. Also neben den Hauptfiguren Jiro und seinem Kater Rago gibt es auch noch sehr viele Nebencharaktere. Zum Beispiel den Großvater von Jiro, der ihm eigentlich die ganzen Ninja-Künste beibringen und übertragen möchte und ziemlich genervt ist davon, dass Jiro einfach ein Teenager ist und keine Lust hat darauf. Und dann gefällt mir auch noch Ichika von der Behörde für Spionage, die es überhaupt nicht ausstehen kann, wenn Männer so arrogant daherkommen und keinen Respekt für Frauen haben. Und dann fallen mir noch ein die Gegner, gegen die Jiro und Ichika dann zusammen kämpfen müssen. Der eine ist ziemlich dick, heißt aber Slim. Und der andere ist ziemlich dünn, heißt aber Fatboy. Und die reden die ganze Zeit nur übers Essen. Also ich habe mich sehr amüsiert. Und jetzt sage ich euch den besten der 5 Gründe, warum ihr euch Black Torch reinziehen solltet. Und er wird euch so aus den Socken hauen, der ist einfach unfassbar. Denn in Black Torch gibt es die Katze. Und weil uns Black Torch so gut gefällt, hat uns Shueisha eine richtig tolle Fanaktion genehmigt. Und zwar dürfen wir aus dem Manga 5 Panel auswählen, die wir als Blanko-Version auf unserer Webseite hochladen werden. Und die könnt ihr dort ab 4. April, wenn Black Torch erscheint, runterladen und euren deutschen Text einfügen. Das heißt, ihr macht einen Black Torch-Meme daraus. Und das könnt ihr dann auf euren Social-Media-Kanälen wieder hochladen und mit dem Hashtag versehen Black Torch Fanaktion und oder mit dem Hashtag Germany's Next Top Mononoke. Und mit den Memes, die ihr uns schickt, passieren dann genau 2 tolle Sachen. Erstens werden wir die Memes auf der Dokumi 2019 auf einem Roll-Up an unserem Stand präsentieren. Und zweitens werden eure Memes an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem wir 5 Gewinner ziehen werden, die ein exklusives Black Torch Fanpaket gewinnen können. Das besteht aus einem Sticker, aus einer Postkarte, aus einem Black Torch Feuerzeug und aus einem exklusiven Black Torch Fan T-Shirt. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Homepage und wir wünschen euch ganz viel Spaß.